Name ist Felix, ich bin 13 Jahre alt und bin seit 6 Monaten in diesem Raum. Also es gibt 10 verschiedene Gruppen hier und ich führe euch hier mal ein bisschen rum. Das ist halt jetzt die Gruppe Smarties, das ist eine Tagesstätte und ja, wir machen gerade, wie man sieht, Hausaufgaben. Und da oben ist jetzt halt der Hof. Also da gehen wir eigentlich in jeder Freizeit unter uns. Mein Name ist Jorgen, oder? Ich arbeite hier im Kinderheim seit 1982, erst als Psychologe im Fachdienst und seit 1988 habe ich die Leitung. Ja, im nächsten Jahr, im Jahr 2011, feiert unsere Einrichtung das 150-jährige Jubiläum. Das heißt, wir sind einer der ältesten Diakonievereine in Bayern. Das ist ein kleiner Verein, gegründet 1861. Inzwischen ist es eine Einrichtung, die in allen Bereichen der Jugendhilfe tätig ist. Wir haben also das klassische Heim, die klassischen Wohngruppen. Wir haben Außenstellen, wo Kinder in Familien aufwachsen. Wir haben Tagesstätte, 5 Gruppen Tagesstätte, wo die Kinder also nur tagsüber da sind und da intensiv betreut werden. Wenn ich dabei bin. Das ist jetzt die Theaterprüfe. Das wird der Alice. Da mache ich auch mit. Machst du einfach schon von weit aus. Mein Name ist Lisa Fellinger. Ich bin 24 Jahre alt und arbeite jetzt seit einem Jahr als Erzieherin hier auf der Gruppe bei den Füchsen. Der Alltag sieht mehr oder weniger aus wie in einer ganz normalen Großfamilie, würde ich mal sagen. Mein Vater macht das auch. Also seit einigen Jahren versuchen wir unser Gebäude zu erneuern und instand zu setzen. Wir bräuchten ein neues Haus. Ja, es ist schon ein bisschen ungünstig hier mit den engen Gängen und die Zimmer sind auch recht klein und überhaupt das Haus ist halt alt. So, das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen.